von der Größe her ein bisschen blöd. Könnte hier noch einer hinpassen? Theoretisch ja, direkt hier an den Weg. Ich platziere mal gerade so ein paar, wie ihr seht, hier leere Grundstücke. Das kann man hier mit dem Tool ganz einfach machen. Und wir packen jetzt den Katzen. So kann ich den da nicht einfügen. Das ist doch. Der ist doch 20x30. Und die Grundstücke sind 20x30. Nee? Kann ich die Grundstücksart irgendwie ändern? Gemeinschaftsgrundstück. Katzendschungel. Wenn ich das akzeptiere, ja. Kann ich dann den Katzendschungel platzieren? Tatsächlich. Muss ich das vorher erst machen? Wie umständlich. Das habt ihr euch ja toll ausgedacht. Wird bearbeitet. Naja, Sims wird halt immer ein bisschen umständlicher. So, na, das sieht doch ganz in Ordnung aus. Das ist doch immerhin ein kleiner Katzendschungel. Das ist doch süß. Kann man seinen Katzen wenigstens hingehen. Und hier machen wir dann halt auch Katzenreitzentrum Hundepark. Ja, ja, wirklich Hundepark. Dann kommt jetzt hier halt ein Hundepark hin. Ich wünschte, das hätte man besser zusammensetzen können, aber nee. Annehmen. Kann ich denn... Also ich kann ja, ich habe ja die Möglichkeit, noch die Welt zu bearbeiten. Bulldozer. Ich kann aber nur Bäume setzen und leider keine Wege malen. Da müsste ich die Welt editieren. Aber wenn ich jetzt hier so einen fetten Baum in die Mitte setze, dann fällt das vielleicht mit den versetzten Wegen nicht mehr so auf. Komm hier. Gut. Und was könnten wir hier draus machen? Schau mal, was wir noch für Grundstücke haben. Großer Showpark passt da nicht hin. Kaffeehaus auch nicht. Mikis Meisterkaraoke. Nein, ich glaube nicht. Das war eine Diskothek, die ich mal selber gebaut habe. Dann haben wir hier noch Friseur- und Tattoo-Salon. Das ist ein regionales Reitsport-Pferde-Dingsbums. Schrottplatz, Ex und Hopp. Aus dem Tiere-Assist-Dingsbums. Ja, kann ich den jetzt hier gleich platzieren, oder? Ich muss das wahrscheinlich erst als Schrottplatz markieren. Ja, wir wohnen aber eigentlich auch, glaube ich, direkt neben dem Schrottplatz. Nee, die ist die Schuhfabrik. Gut. Dann ändern wir hier einfach mal die Art und Weise des Grundstücks in Schrottplatz. Da, Schrottplatz. Mit Besucher natürlich. Grundstücksart wurde geändert. Wo war denn das jetzt? Hier war doch irgendwo was. Nee, das will ich nicht. Wo ist jetzt der Schrottplatz? Wo ist er denn? Da ist er ja. Wunderbar. Es ist also ganz leicht, so neue Grundstücke zu platzieren. Hier, das passt doch ganz super. Ja, das ist doch klasse, hier annehmen. Das ist ziemlich leicht, wenn ihr jetzt ein neues Haus irgendwo hinpacken wollt. Zum Beispiel jetzt hier einen neuen Grundstücksplatz legen. Für ein Haus ist eigentlich die Größe schon fast, vielleicht schon fast zu groß. Moment, hier irgendwann wird es grün. Ich habe es genau gesehen. Irgendwo wird es grün. Ja, hier war es gerade eben ganz kurz grün. Na, nochmal. Na, da. Nicht. Kein Millimeter. Doch, es war doch hier irgendwo kurz grün. Ich hab's doch genau gesehen. Verarscht kann ich mich alleine. Na. Und zack. Und schon haben wir hier ein leeres Grundstück und könnten ein Haus hinpacken. Wie groß ist denn das nochmal? Ich habe jetzt hier ein 25x20 genommen. Haben wir vielleicht zufällig ein 25x20 leeres Haus? Also hier sind die fertigen, die vorinstallierten. Dann kann man sich natürlich selber noch ein paar installieren. Das ist 30 mal irgendwas. Das ist zu groß, das ist zu groß, das ist viel zu groß, das ist extrem zu groß. Das ist zu groß, das auch. Hier mal 20 mal 30. Was ist das denn hier für eins? Ach, das habe ich mal selber gebaut. Das ist auch zu groß. Zu groß, zu groß, alles zu groß. Verdammt. Verdammter Mist. Schande, noch eins. Ich will doch nur ein kleines Mini-Grundstück. Nicht so ein Riesengrundstück hier. Mein Gott, was wohnen die alle auf Villen, oder was? Das passt dann natürlich da nicht hin. Ja, okay, dann müsste man dann selber eins bauen. Ist nicht das Problem. Man kann das jetzt einfach als leeres Wohngrundstück hier stehen lassen. Machen wir das einfach so, bleibt es als leeres Wohngrundstück stehen und irgendwann kann man da mal ein Haus bauen. Vielleicht kann dann der Opa mal einziehen. Ach nee, der ist bestimmt schon lange tot. Oh. Wir könnten natürlich einen Opa stellen und ihn sterben lassen. Einfach nur, damit wir dann einen Grabstein haben. Nein, so makaber wollen wir nicht sein. Ja, zurück zum Spiel. Fortfahren. Speicher muss jetzt nicht unbedingt sein, hoffe ich. Wehe, du stürzt mir ab und ich muss den ganzen Scheiß nochmal machen. Dann rege ich mich voll auf. Stoppen. Freundschaftsanfragen? Schon wieder eine? Hey, Spezialeinsatz. Annehmen. Ja, und da haben wir wieder meine Bug-Freundschaftsanfrage. Gut. Die Kinder kommen erst am nächsten Tag. Wir haben jetzt nochmal gezeigt, was man hier eigentlich alles noch bauen kann und machen kann und wie man das einstellt. Ich habe die Wohnung heute übrigens so ein bisschen dekoriert. Ne? Das sind noch so ein paar Accessoires.
Und Oma sollte jetzt mit den Katzen, aber sie sollte mal irgendwas unternehmen. Ich will, dass Oma was unternimmt. Sie geht jetzt nicht in den Hundepark, sondern Katzendschungel besuchen mit allen. So, weil sie es kann. Aber hier, die müssen ja noch mit ihr eng befreundet sein. So. Oh, was ist das denn hier? Mein Kätzchen. Oh, süß. Das ist nur eine Freundin, weil sie nur adoptiert sind, aber das Kätzchen ist dann wirklich, es gehört richtig als Familienmitglied, mein Kätzchen. Ach, gut, schön. Aber die gehören ja auch mit zum Haus dann dazu. Ah, ich verstehe. Okay, das ist manchmal ein bisschen kompliziert gemacht. Ganz besonders ins Herz geschlossen. Dü-dü-dü-dü-dü. Okay, auf zum Katzenpark. Na gut, ich speichere lieber nochmal. Also, lieber bei Sims 3 zu viel speichern als zu wenig. Weil zu wenig speichern würde bedeuten, zu wenig speichern. Zu wenig speichern ist zu wenig speichern. Und ich habe jetzt hier 700 Trillionen Billiarden FPS. Speichert. Und es speichert. Und speichert. Was habt ihr denn schon für Familien in Sims so erstellt? Also abgesehen davon, dass ihr mich natürlich als Freund hinzufügen könnt, wenn ihr die Sims habt, und zwar ganz normal regulär gekauft, spricht ja nichts dagegen, dass ihr euch einen Account auf der Original-Sims-Seite macht, dann könnt ihr eure Freundschaftsanfrage zu mir schicken. Wir können auch unsere Sims hin und her schicken. Das kann man ja machen mit diesen Gesangsauftritten, wer Showtime hat. Ansonsten kann man halt immer seine Erfahrungen oder das, was man erlebt hat, zu teilen. Ich lese das immer ganz gerne. Hört ihr die Seemöwen auch? Unheimlich. Gruselige Seemöwen sind gruselig. Ansonsten würde mich halt wahnsinnig interessieren, was ihr schon so für Sims-Geschichten erlebt habt. Und ihr dürft auch gerne, wenn ihr jetzt, könnt es mal mit Camtasia oder was weiß ich was ist, auch gerne mal aufnehmen, was ihr so für Sims habt und die mal vorstellen und auch als Videoantwort posten. Ich guck mir das ganz gerne an. Das interessiert mich. So, eure Ideen. Prinzipiell eure Ideen immer zu neuen Sims posten, was ihr gerne hättet, was sie so machen sollen, wie sich das entwickeln sollen. Ganze Geschichten meinetwegen auch. Wir spielen auch mal gerne im Schnelldurchlauf ganze Geschichten. Und wer macht dann jetzt hier schöne Gitarrenmusik? Wer ist das? Das ist Isaac Luck. Hallo, Isaac. Und seine Katze, nee, das ist unsere Katze, das ist Nora Mangold. Die ist aber ganz schön schnell schon da. Und das ist Wiley Luck. Isaac Luck und Wiley Luck, ob es Brüder sind oder... Brüder. Ihr versteht, was ich meine. Oma, dein Handy klingelt. Ja, ist ja gut. Ich gehe erst da rein. Moment. So, ich habe das kleine Kätzchen mitgebracht. Jetzt setze ich hier gleich ab. Miau. Weil die kleinen Katzen können ja keine Treppenstufen gehen. Deswegen muss man die mal runtertragen. Oh, guckt euch an. Ganze Katzenfamilie. Sehr schön. Naja, dann können die Katzen wenigstens hier mal ein bisschen Spaß haben. Und wenn die Besucher auch Katzen hätten, dann, hätten die auch mal neue Leute kennenlernen. Aber so lernen wir wenigstens mal ein bisschen unsere Nachbarschaft kennen. Wen haben wir denn hier? Wow, abgesehen davon, dass es laggt. Das ist Darren Lott. Boah, der geht ja hier richtig ab. Evan Best und... Was ist das für ein gruseliges Kind? Abraham Best. Oh, es ist ein Junge. Oh Gott, wie siehst du denn aus? Die roten Augen. Er macht mir ein klein wenig Angst. Oh, die Katze mag ihn nicht. Okay. Oh, jetzt sprechen üben. Sehr schön. Und Oma hat gerade irgendwas ausgeschimpft. Oma mag, glaube ich, auch keine Kinder. Kann sie über Kinder schimpfen? Nein, leider nicht. Aber sie kann der Mucke zuhören. Kann sie Kinder auch ärgern? Kann Oma Kinder ärgern? Geht das? Kind wegscheuchen. Das finde ich gut. Oma mag ja keine Kinder. Okay. Wer hat hier gerade so krank gelacht? Oh, guck mal. Ein fescher alter Mann. Ob das was für uns ist? Addison Battles. Oma, was hältst du denn davon, hä? Huh? Grüß den Alten, sag doch mal. Ja, der sieht sexy aus. Der hat doch was. Ganz großen Kopf hat er. Hallo, ich bin's, die Oma Mathilda, ne, was geht? Wer bist du so? Mit Enkeln prahlen ist immer gut. Nach Karriere fragen, Schulhymne fragen, sexuelle Neigungen natürlich. Fragen, ob er Single ist. Also, ich lese gern Bücher. Magst du auch Bücher? So mit Bildern drin, weil Texte finde ich wieder blöd. Ja, ich mag Bücher. Grüne und Orangen sind meine Lieblingsfarbe. Oh, grün und orange. Ja, die Einbände sind echt schön. Ja, und wenn Bilder drin sind, ne? Geil, Mann. Finde ich richtig cool. Weil ich kann nicht lesen. Ah, du auch nicht. Aber die Einwände, das ist ja sowieso das Wichtigste. Ja, dass sie im Regal stehen und alle sehen, dass man Bücher hat. Und wenn man dann sagt, man liest voll viel, dann kann man aufs Bücherregal zeigen und alle denken, man wäre eine Leseratte.
Mein Enkel, ne? Der hier. Die Monobraue, der ist DJ. Ich bin total stolz auf ihn. Er kann zwar nicht kochen und er ist auch ziemlich dumm, aber er wird ihn ja weltweit bringen. Und als was arbeitest du denn so, alter Sack? Oh, mein Handy klingelt. Warte, ich schalte das mal aus. Und was macht er, was macht er, was macht er, was macht er? Er ist Journalist. Oh. Ja, ja, ich bin Journalist. Was macht jetzt? Und, deine Schulhymne? Das war Ententümpel Plitschiplatsch. War nicht so toll. Ich war auf der Oberschule. Bist du schon vergeben? Oder? Ich muss warten, bis das Schild erscheint, um dir erzählen zu können, ob ich vergeben bin oder nicht. Das erzähle ich dir gar nicht erst. In Erinnerungen schwelgen. Schule. Guten alten Zeiten. Haben Sie gerade über noch Les geredet? Also, so ein Globus, ne? Der ist rund. Ist das nicht unglaublich? Ja, du kannst die ganze Welt drauf sehen. Man braucht gar nicht mehr für die Haustür. Magst du kochen? Ich koche super gerne. Damals, da hatte man ja noch keinen Herd. Ja, im Krieg, da haben wir auch alle noch überm Lagerfeuer gekocht. Ja, genau. Richtig. Boah. Er quatscht jetzt auch erstmal voll. Ich glaube, sie mögen sich nicht. Sie kann sie mal Schwachsinn reden. Kann sie Geheimnis verraten? Oh, ein Staubwedel ist hinter deinem Ohr und will dich töten. Alter, was geht denn bei dir, Mann? Bist du bekloppt oder so? Hast du schon gehört? Ich erzähle dir jetzt voll das Secret. Ich bin eine katzenverrückte Psychopathen-Oma. Halt dich bloß von mir fern. Nee, findest du nicht, dass Paul Best ein bisschen hinterhältig aussieht? Ich glaube, irgendwie mögen die sich nicht. Schade. Naja, dann mögen sich... Ja gut, alte Leute mögen sich ja meistens nicht mehr im Alter, wenn sie alt sind. Also meine Großeltern streiten sich den ganzen Tag lang. Das ist immer sehr lustig. Hier, da kannst du noch eine Grimasse schneiden. Sieht in deinem Alter bestimmt total toll aus. Von Katzen schwärmen, das mag er bestimmt. Über Gartenarbeit reden, mag er bestimmt auch. Und dann kannst du noch mal fragen, ob er Single ist. Vielleicht sagt er es dir dann. Ich mag Gemüse. Da sehe ich dann immer meinen Garten mit Gemüse aus. Ja, kenne ich. Mann, ey, da benutzt man so Geräte, ne? Die steckt man in den Boden. Ja, genau. Und dann kann man damit die Blume ausgraben oder Samen vergraben. Verstehst du? Nee, ist mir auch egal. Also, Bücher. Um nochmal auf das Thema zurückzukommen, man kann die ja auch selber schreiben. Hast du schon mal Bücher geschrieben? Über Katzen zum Beispiel? Nee, also Federn benutze ich nur, um Pfeile zu craften in Minecraft. Das ist so ein Spiel. Das ist voll geil. Habe ich schon mal was von gelesen. In einem Buch, glaube ich. Das hieß die Bibel. Nee, ja, nein. Was, hä? Ich bin übrigens müde und denke jetzt daran, schlafen zu gehen. Aber nee, ich quatsch noch eine Runde mit dir. Ja, also übers Schreiben nochmal zurückzukommen, ne? Nee, dann nicht. Oh mein Gott, wie erwachsen. Also, ich, wollt ihr was über Katzen sagen? Also mag keine Katzen. Na gut. Dann rede ich jetzt über Blumen im Garten. Blumen im Garten sind toll. Ja. Ja, Blumen sind voll fresh, Mann. Jo, ich bin fresh tea. Ich klinge zumindest so witzig. Wie man die aussehen kann. Und dann stopft man die da rein und dann kommen Blumen raus und einfach so, verstehst du? Ja, Mann, dann hast du eigenes Gemüse, ey. Ja, die eigenen Pestizide schmecken immer noch am besten und sind am besten für einen selbst. Ja, krebserregend und so, for the win. Also, ich frag dich nochmal, hast du eine Olle oder hast du keine Olle, Oma? Am Start, verstehst du? Ja, also diesmal sag ich dir auch mal was. Weil ich nett bin, sag ich dir auch, dass ich eine Beziehung mit Karen habe und deswegen kein Interesse daran habe, mit dir zu spielen. Nee, verstehen sich eh nicht. Ich glaube, dann gehen wir mal nach Hause. Nimmt sie dann alle Katzen mit? Oder was ist das? Weil das kleine Minikätzchen muss sie ja eigentlich auf den Arm nehmen. Wo ist denn die kleine Minikatze eigentlich? Wir müssen doch alle jetzt mal nach Hause. Muss ich, glaube ich, irgendwie so drücken. So. Was geht denn hier hinten ab? Oh mein Gott, Mathilda ist da. Spielen die Fangen oder was? Mathilda hat neue Freunde gefunden. Da ist Papa Franz. Und Mathilda. Und das Anni ist erwachsen geworden. Oh mein Gott, Anni ist gealtert. Anni!
Oh Gott, da ist man mal 2 Tage lang bei der Oma, ne? Und dann wird Anni sofort erwachsen. Und hast übrigens auch stinkende Kinder, ich auch. Oh, jetzt gehen die Kätzchen alle nach Hause. Ja, wir haben unsere Kinder gerade verpasst, ne? Ganz knapp. Naja, ist ja nicht so schlimm. Die könnten uns ja mal besuchen kommen. Aber nee, interessiert die ja nicht. So, Oma. Oh, war ganz schon lange hier. Was haben die Katzen denn hier schon wieder mit der Zeitung gemacht? Na, ich glaube, es geht los. Können wir gleich mal wegschmeißen hier. Und dann kann Oma mal Reste essen, zwar Gemüserollen. Und Oma sollte eigentlich noch gar nicht müde sein, dann kann sie einfach nur ein Nickerchen machen. Ja, alte Leute machen ja sowieso ständig Nickerchen, ne? Da ist man mal 5 Minuten nicht bei den Mangels und Anni wird erwachsen. Ich glaube, es geht los. Ist ja verrückt. Na gut, wir haben jetzt mal eine etwas verrückte Katzenoma-Folge hinter uns. In der nächsten Folge hoffentlich ist dann endlich Montag und ich starte dann auch erst am Montag, wenn es losgeht mit der Kinderbetreuung. Bis dahin, Leute. Tschüss.